Also hallo, hallo bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar geht es heute darum, wo ist die Person, die du gerne in dein Leben manifestieren willst? Wo ist sie? Warum ist sie nicht da? Warum habe ich keinen Kontakt mit meiner speziellen Person? Warum zeigt sie sich nicht? Warum höre ich nichts? Warum sehe ich nichts? Warum ist alles irgendwo im Unbekannten? Wo ist, ich sehe keine Bewegung, es bewegt sich nichts, ich suche nach Zeichen, ich will mich irgendwo festhalten, dass sich im Unsichtbaren etwas bewegt. Und ich kann dir nur eins sagen, es bewegt sich immer was. Aber was, das muss dir egal sein, weil für dich ist die einzige Lösung, in eine Realität einzusteigen, in eine Welt einzusteigen, in eine Vorstellung einzusteigen, in dem du schon alles hast, was du willst, in dem du in dieser erfüllten Beziehung bist mit deinem SP und dass du eben hier und jetzt dieses Living in the End für dich schon umsetzt. Wer bist du in dieser erfüllten Beziehung? Wer bist du in dieser Rolle einer Traumfrau? Wer bist du? Was denkst du den lieben langen Tag über dich, über das Leben, über alle anderen Menschen, wenn dein Living in the End schon Fact ist? Und dein Living in the End kann nur Fact werden, wenn du Fact bist. Wenn du schon hier bist, wenn du verkörpert bist, mit diesen Gedanken unterwegs bist, die genau diese Person hat, die dein Living in the End erfährt und erlebt. Diese Gedanken bringen dir Bilder, bringen dir Vorstellungen, bringen dir Ideen, bringen dir Impulse, bringen dir Inspirationen, an denen du dich erfreust. Und du bist erfreut und erfüllt, als diese Living in the End Person, Persönlichkeit, Verkörperung. Und das bist du jetzt schon. Es ist jetzt schon alles erfüllt, weil es gibt diese Realität schon. Die Realitäten, unendliche Realitäten sind abgeschlossen, sie sind erfüllt. Das kannst du dir vorstellen wie ein fertiger Film, der nur noch auf ihre Hauptdarstellerin, auf seinen Hauptdarsteller wartet. Aber es ist alles schon da. Nur wenn ich mir als Hauptdarsteller diese Hauptrolle nicht auf den Leib schreibe und nicht die sein kann, die eben angehimmelt wird, die so unterstützt wird, der jeder Wunsch von den Augen abgelesen wird, die für alles reichlich verfügbare Ressourcen hat, finanzielle Mittel, Zeit, Gesundheit. Wenn ich nicht diesen Mindset, diese Rolle, dieses Skript, ich für mich hundertprozentig durchspielen kann, werde ich nicht in dieser Realität mitspielen, die für mich schon vorbereitet ist. Da werde ich immer wieder versuchen, die Alte zu sein, wenn ich noch nicht die Neue bin. Weil ich kann nur die eine sein. Und ich muss daran arbeiten, an mir, an meinem Skript, an meiner Rolle, an meiner Befindlichkeit, an meinen Überzeugungen. Denn jede Überzeugung ist Unterbewusstsein. Und wenn du noch glaubst, dass du Unterbewusstsein verändern musst, dann nenne es, ich muss meine Überzeugungen verändern. Weil sobald eine Ansicht, ein Glaubenssatz, Denkmuster in eine ganz nagelfeste Überzeugung verwandelt sind, ist es in deinem Unterbewusstsein, dann gibt es nichts, was dich davon abhalten kann. Und diese Überzeugung, diese Traumfrau in dieser Traumbeziehung zu sein, in der absoluten Erfüllung, und das heißt eben auch finanziell, körperlich, optisch, mit all den Unterhaltungen, Erlebnissen, die du dir wünschst, diese Erfüllung ist hier und jetzt verfügbar für dich. Und an dir liegt es nur, bin ich da? Bin ich in meiner Rolle? Sitze ich hier und bin diese Lady?
und sage, oh mein Gott, warum ist mein Leben so schön? Oh mein Gott, wie habe ich das nur verdient? Oh mein Gott, mein Mann liebt mich, mein Partner liebt mich. Oh mein Gott, Geld liebt mich. Ich bekomme die ganze Zeit mehr und mehr Ressourcen, um mein Leben zu erleben. Das Leben liebt mich. Ich bin so verliebt in mein Leben. Ich habe diese Liebesaffäre mit meinem Leben. Es ist einfach nur so großartig. Warum ist es denn so großartig? Mein Leben ist einfach nur so großartig. Ich liebe mein großartiges Leben. Und das müssen die dominanten Gedanken in dieser Art, musst du dein Denken füllen. Und solange dein Denken eben noch in den Mangel geht, wo ist er denn, warum sitzt er nicht hier, vielleicht bin ich doch nicht die Traumfrau, vielleicht bin ich doch nicht gut genug, vielleicht hat er mir doch noch nicht verziehen, vielleicht habe ich wirklich einen unwiderruflichen Fehler gemacht. All diese Dinge, die gehen einem durch den Kopf, aber du musst wissen, dass sie absolut hundertprozentig irrelevant sind. Weil in dem Moment, wo du deine Identität switcht, ist deine ganze Geschichte kollabiert. Es hat nichts mehr mit dir zu tun. Die Vergangenheit, das, was du getan, gemacht, gesehen hast, ist nicht mehr existent in dieser neuen Realität, in der du gewählt hast, dich zu bewegen. Aber jedes Mal, wenn du wieder so einen Gedanken hast aus deiner alten Geschichte, aus deiner alten Story, aus deinen alten Rückschlüssen, aus deinen alten Ansichten, aus deinen alten Meinungen, aus deinen alten Überzeugungen, bist du wieder in deiner alten Realität. Und du kannst ganz langsam Realitäten switchen und das ist am Anfang so, es ist super langsam, es kommt dir total langsam vor. Und irgendwann mal hast du gemerkt, merkst du, dass deine alte Reality ist losgelöst und dann geht es nur noch darum, die neue Realität aufzufüllen mit deinen Erlebnissen, mit deinen Bildern, mit deinen Vorstellungen. Du hörst, wie die Leute diese Worte sagen, die du in deinem Kopf denkst, immer wieder außen in 3D und ein Moment zum anderen, du weißt nicht, welcher Moment es ist, switch die ganze äußere Reality und dein SP ist da. Und dann fängt es erst an. Dann musst du bleiben. Und du wirst nur bleiben können, wenn du wirklich die ganze Arbeit gemacht hast. Wenn du bereit bist, deinen SP als eine neue Rolle, als einen neuen Schauspieler, als eine neue Version von sich selber wahrzunehmen und zu bedienen. Weil du die bist und keinen Zweifel mehr daran hast, dass jeder auf dich positiv reagiert und insbesondere dein SP einfach nur von dir geflasht ist, dich liebt, dich will, du für ihn die einzige, außergewöhnliche, perfekteste Partnerin, der perfekteste Partner bist. Und das ist dieser Job und wenn du diesen Job nicht ganz machst, dann kommt jemand oder auch dein SP in dein Leben und du wirst wieder die gleiche Story durcherleben, genau so lange, bis du diesen kompletten Shift getan hast und deine komplette Ansicht nach außen im Innen gewechselt hast. Und das ist die Magie, die du dir wünschst. Und du wünschst, dass sie von heute auf nachher stattfindet. Und wenn du von jetzt auf nachher stirbst, dann wird ein großer Shift stattfinden. Und ich meine nicht körperlich stirbst, sondern deine Ansichten über dich, deine Personality sterben lässt, dann wirst du morgen neu aufwachen. Und du wirst wieder und wieder und wieder wirst du diese Shifts machen. Und das ist die Divine Design Reise. Und jedes Mal gehst du ein higher level, jedes Mal gehst du ein higher level. Und dein SP, deine Traumbeziehung, dein Traumbusiness, dein Traumkontostand wird da sein, wenn du die volle Verkörperung deiner Divine Design Identity bist. Und dann gibt es weiter Shifts, dann gibt es weiter Level Up, dann wirst du vom Millionär zum Billionär, dann wirst du vom Eigentumsbesitzer zum Immobilieninvestor, whatsoever. Und dann, was auch immer du dir wünschst, dann gehst du auf die Weltreise, verkaufst alles, machst genau das Gegenteil davon. Es kommt nicht darauf an, was du letztendlich tust, weil es dich erfreut, sondern es kommt darauf an, wer du bist, während du die Dinge tust.
Und wenn du diese Freude schon bist, dieses erfüllte Divine Design Wesen, weil du weißt, es gibt keine andere Wahrheit für dich und über dich und du holst dich immer wieder da rein, immer wieder, jeden Moment und Moment, dann ist alles da, was du dir wünschst. Wenn du meinst, du kannst es abkürzen, dann kann ich dir nur sagen, der Weg ist so kurz, wenn du weißt, du musst nicht abkürzen. Der Weg ist so kurz, wenn du weißt, schwupp, wenn ich losgegangen bin, bin ich schon da. Aber die meisten, die gehen einfach noch nicht mal los oder gehen halbherzig los oder gehen los und wieder zurück. Und das ist dieser Unterschied. Und deswegen gibt es meine Mastermind Rising Up. Neben den 1:1 Gesprächen von 20 Minuten und 60 Minuten, die du buchen kannst, um dir Klarheit zu haben. Rising Up geht 3 Monate und nimmt dich den ganzen Weg mit. Und in dem Moment, wo du dich angemeldet hast, dann weißt du schon, du transformierst. Ich habe es jetzt so oft schon gehört, ich habe mich angemeldet, es hat noch nicht mal angefangen und ich bin schon eine Neue, ich bin schon anders. Und genauso funktioniert es, weil mit dem ersten unwiderruflichen Schritt gehst du durch. Und wenn du dich trotzdem wieder anders entscheidest, bist du in einer Energie, in einem Container, in einem Umfeld, wo diese Entscheidung sofort wieder für den ganzen Weg sich zurückrevidiert. Und darum geht es mir. Es geht mir darum, dich abzuholen, wenn du all in bist. Es geht mir darum, dich abzuholen, wenn du nichts mehr wertschätzt, als dich als Schöpfer, als Master Manifestor genauso zu etablieren für dich in deinem Leben und in deinem Universum. Wenn dir nichts anderes wichtiger ist, als in diese Macht und diese Power zu kommen und umzusetzen und umzusetzen und umzusetzen und dir tatsächlich den Himmel auf Erden zu manifestieren, weil Gott hat dir das Königreich schon gegeben. Das will nichts anderes heißen als die Realität, in der du im absoluten Bliss und in der absoluten Erfülltheit bist, existiert schon lange. Nur dein menschliches Design, dein menschlich designtes Denken, deine menschlichen Ansichten, deine menschlichen Regeln, deine menschlichen Überzeugungen, die haben keinen Sinn mehr. Weil in der Welt des Divine Designs herrscht nur Erfüllung. Im Prinzip herrscht dort genau nur eine Sprache. Ja, danke, ja, danke, ja, juhu, ja, wie schön, ja, wie erfüllt, ja, wie herrlich. Und die andere Antwort ist, nein, es ist nicht da, nein, es fehlt, nein, ich bin im Mangel, nein, ich bin krank, nein, ich bin unglücklich. Und wo du dich nun mal dominant befindest, ist dominant dein Königreich oder eben nicht. Ich freue mich, dass du hier bist auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ich dich inspirieren kann. Ich freue mich noch so viel mehr, wenn du erkennst die Wichtigkeit, dass du die Number One in deinem Leben bist, dass es nichts Wichtigeres gibt als dich selber. Und ich kann dir immer nur sagen, aus allen Gesprächen, Erfahrungen der letzten 5 Jahre in meinen Coachings, in meiner eigenen Entwicklung, war der höchste, größte Grund für das, dass die Dinge nicht da waren, die ich wollte, dass anderes von meinem Verstand mir vorgeschoben wurde, vorgegaukelt worden ist, wichtiger zu sein, machtvoller zu sein und mich davon abgehalten haben, geblendet haben, wer ich wirklich bin. Und dass all meine Energy, all meine Kraft, all meine Liebe, all meine Aufmerksamkeit als allererstes für mich da sein soll. Und diesen Mindset brauchst du für dein Divine Design und für deine Divine Design Manifestations. Und wir freuen uns über alle, die es umsetzen. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. So, gleich haben wir 2000 Abonnenten erreicht und wir starten mit der Verlosung des 1:1 Coachings von 60 Minuten. Da ich nur unter den Abonnenten verlosen will, die auch wirklich ein Coaching gewinnen wollen, schreibe dich bitte in den Link unter diesem Video hier ein.